So, wir fangen an mit einem lustigen Logo-Ratequiz. Logo ist der ersten Liga in der Uniliga. Ach du Scheiße. Und wir besuchen natürlich das Team dahinter. Ach und du Scheiße. Was ist denn hier hinter? Okay. Natürlich ein bisschen. Das ist so eine Tragödie einfach nur. Ihr wollt mich verarschen. Das ist Nummer 1. Ich weiß nicht mal, welche Teams in der ersten Liga spielen. Ah, das ist ja easy. Easy. Ich kenne keine Teams. Okay, also das ist ganz klar ein Bulle. Das heißt, gute Frage. Also als erstes sagt mir das erstmal gar nichts. Ich würde sagen Bulls irgendwas oder also irgendeine Stadt oder ein Bulls. Blue Bulls? Was weiß ich? Ach du Schande. Okay, ich kann auf jeden Fall Sachen ausschließen, aber ich habe absolut keine Ahnung. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Göttingen. Aachen. Das ist Logo Nummer 1. Mhm, offensichtlich ein Bison. Irgendwas mit Bisons. Berlin. Nein, was ist denn da drauf? Ein Büffel. Bison. Okay, also ich muss wirklich sagen, dass dieses erinnert mich wirklich an gar nichts. Ist das eher in Norddeutschland oder Süddeutschland? Das ist in NRW. Das hilft nicht weiter. Mhm. Wo ist NRW? NRW? Und der erste Österreicher. Also ich bin Österreicher, ich kenne mich doch nicht aus. Ich hab nicht die geringste Ahnung. In Bielefeld. Ist es Bielefeld? Ein Team in der Uniliga heißt so ziemlich sicher Bisons. Bielefeld. Bielefelder Bisons wird halt passen, deswegen. Das fängt nicht mit B an. Ja, dann ergibt das doch gar keinen Sinn mehr. Nee, ich komme echt nicht drauf. Köln. Köln Bulls. Nee, kein Plan. Also, not even a guess. Oh Mann, es tut mir schon wieder leid, ey. Ich kenne einfach zu wenige Teams. Mhm, Siegens Bisons. Siegen Bisons? Siegen Bisons Blue. Ich hab echt keine Ahnung. Ja, es sind die Siegen Bisons. Siegen Bisons Blue, um genau zu sein. Ja, welche Stadt? Siegen? Ja, Siegen. Boah, was soll das denn sein? Also die Faust des Sieges. Aber sie haben nicht gewonnen, weil sonst wären sie, also es ist nicht Bremen und auch nicht wir, weil sonst hätten sie ja, ne? Also, boah. Welche Region ist das in Deutschland? Also welches Bundesland? Also Bisons war leicht, damit ist halt ein Bison, das sieht man halt relativ direkt. Aber ich kann ja eh schon die ganzen Namen nicht. Und dann kenne ich auch die Logos nicht. Es wäre Bremen gewesen. Okay, das ist natürlich jetzt problematisch, aber... Das sind, glaube ich, die Bremer Brüder, aber bin mir nicht ganz sicher. Bremen. Sehr gut, schon mal gesehen. Okay. Bremen. Bremer Brüder. Bremer Brüder? Ja. Nice! Ja, also die Bremer Brüder, das kann ich tatsächlich dann auch noch hinkriegen. Bremer Brüder? Ja. Aha. Boah, ganz schwer. die guten Becks-Brüder. Oh, das ist doch jetzt Aachen. Hamburger Haie sind das. Da auch wieder einfach leicht. Also finde ich ja gut, wenn die sich so marketen, dass man einfach direkt sieht, das ist los. Hamburg? Hamburger Haie sind das? Das sind die Hamburger Haie? Aber das ist eine Stadt am Meer, sonst wäre es ja kein Fisch oder kein Hai, besser gesagt. Hamburg. Das ist Hamburg. Das sind die Hamburger Haie. Das müsste Hamburg sein? Die Hamburger Haie. Das sind die Hamburger Haie. Hamburger Haie. Hamburger Haie kennt jeder, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, was Timos Köpfe damit jetzt zu tun haben oder Timos Hüte. Das erinnert mich sehr, sehr stark an die Boomern. Wegen dem Kopfhörer, dem orangenen. Aber es sind natürlich nicht wir. Sieht ein bisschen aus wie die Boomern. Esuk, glaube ich. Die aus Hannover? Düsseldorf? Nee. Das ist, glaube ich, Mannheim. Ah, nee, das ist Göttingen. Göttingen. Da weiß ich nicht mehr. Das wäre Göttingen. Aha. Göttingen. Sehr gut. Ha
Ich weiß es nicht. Das ist Göttingen? Ja, ich bin on fire. Gießen. Ja, keine Ahnung. Göttingen. Göttingen? E-Sports Uni Göttingen. Habe ich noch nie gesehen, aber das ist alles erste Liga, oder? Ach du Scheiße. Boah. Das wird nicht besser. Oh, what the fuck? Ja. Aber ich glaube, das hilft auch nicht, dass das dann größer wird. Soll ich mich hier größer machen? Also, wir können Unterschied machen, also so gesehen. Aber das ist, da ist die Skyline von der Stadt auch drin, ne? Ja. Da sind auf jeden Fall Wahrzeichen drauf, aber ich kenne die auch nicht. Ist das ein Hase? Wieso kommt mir das bekannt vor? Boah, das habe ich noch nie gesehen. Die wütenden Häschen? Ach du heilige Mutter Maria, also das habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gesehen. Boah, gibt es denn irgendwie Uni-Teams aus Berlin oder sowas, die man erleben kann? Also Berlin. Darmstadt. Eigentlich Bonn, nee, Berlin ist es nicht. Ist es Köln? Ja. Das ist ja auch einfach nicht schön. Gab es schon mal irgendein Team aus Bayern? Ich glaube, gegen die haben wir sogar relativ am Anfang gespielt. Gab es irgendwas mit Rebels? Boah, das könnte so ein altes Bremer Logo sein, so scheiße, wie es aussieht. Ja, wir hatten früher auch einen Esel-Hasen. Welche Stadt könnte einen Hasen haben? Ich hätte jetzt höchstens Bremen gesagt, aber wobei wir noch nicht mal einen Hasen haben. Ich habe noch nicht mal die Bremer Geschichte gut im Kopf. Ja? Okay, immerhin. Nee. Paderborn. Ich lasse Köln besser aussehen, das ist okay. Nicht. Leipzig? Paderborn gewesen. Nee, keine Ahnung, wirklich. Paderborn. Hätte ich niemals gewusst. Gefällt mir gut, aber keine Ahnung. Paderborn. Wie bitte? Es gibt keine Stadt mit P. Doch. In NRW. Ja. Eine Großstadt, lass mich mal überlegen. Na, das ist jetzt unangenehm, weil ich komme weiterhin nicht drauf. Paderborn. Ja. Das ist die einzige Stadt, die ich kenne. Also die mit P anfängt. Andere Städte kenne ich natürlich. Paderborn. Paderborn. Oh mein Gott. Ja, es kann kein gutes Team sein dann. Es ist Paderborn. Ah, okay. Ja. Paderborn, habe ich noch nie gehört, die Stadt. Ich weiß auch nicht mal den Namen, sorry. Paderborn? Ja, dachte ich mir. Oh, das ist Osnabrück. Düsseldorf. Oh. Oh. Hm. Aber das kenne ich. Ziemlich sicher kenne ich das sogar. Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Wer könnte das nur sein? Also ich glaube, ein ganz gutes Team hat dieses Logo. Mainz. Mannheim, Entschuldigung, nicht Mainz. Mannheim. Nein. Mainz gibt's auch gar nicht, ne? Also der erste Gedanke war Skorto. An wegen der Eule irgendwie. Ich glaube, Skortos Spirit Animal ist eine Eule oder so. Osnabrück? Nee, die sind in der zweiten Liga. Warte. Münster. Ah, jetzt habe ich's. Ja, was gibt's denn hier noch so in Bremen? Niedersachsen? Das ist die Boomer Akademie. Hannover? Ich glaube, da kann man Fan von werden, von diesem Logo, von diesem Team. Die Dr. Buhmann Akademie. Buhmann. Ich glaube, für die spielen wir sogar. Buhmann Academy. Ja! Ja, okay, das ist Buhmann. Ist das die Buhmann Akademie? Yes. Also Hannover, ja. Ah, das ist die Buhmann. Hannover! Ja. Oh, nice. Hannover? Ah, das sind die. Ja, keine Ahnung. Das ist die Akademie, okay. Ja, wusste ich nicht. Keine Ahnung. Das ist Berlin. Nee. Schade. Stimmt. Also jetzt kommen wirklich alle Erstligisten jetzt von Logos, okay. Also irgendwann muss Aachen dabei sein. Aber es ist nicht das hier.
Aachen? Das sind die Löwen. Was soll das denn jetzt? Mannheim. Löwe. Ah, nee. Löwe, haben eine Sichel. Das ist schwierig dann. Okay, aber es sieht cool aus. Also, ich bin Fan von dem Logo, auch wenn ich es leider nicht weiß. Köln nah dran. Oh, das ist halt auch unangenehm jetzt wieder. Was ist nah an Köln? Die Lübecker Löwen. Ach du Scheiße. Ich denke ja, dass die Landeshauptstadt von RW Düsseldorf irgendwie ist. Aber das sieht auch, also das ist eher, ich hatte eher an eine Stadt mit L gedacht. Es sieht ja einfach eher aus wie ein Löwe. Ja. Und dann würde man eher sagen, dass ein Stadtname mit L ist und dann, weiß ich nicht, Landsecker Löwen oder sowas. Wäre ja besser einfach. Also, was hat das jetzt mit einem Reaper zu tun? Düsseldorf? Jawollo! Düsseldorf? Mhm. Ja? Köln ist nicht, ne? Nee. Düsseldorf? Yes. Ich meine, bis jetzt war die Leistung auch nicht schlecht. Wir können auflösen, denke ich. Düsseldorf. Okay, Klaus. Nee, also nicht Köln? Ich kann in Köln. Das wäre Düsseldorf gewesen. Düsseldorf, okay, ja, cool. Die Reaper. Ja. Nee. Landeshauptstadt von NRW? Weiß ich nicht. bringt allen nichts. Es wäre Düsseldorf gewesen. Die Reaper. Landeshauptstadt. Dortmund. Nee. Hatte ich nicht gesagt. Buchstaben ist schon mal gut. Düsseldorf, ja. Sehr gut. Sehr gut. Krank. Ich bin so gut. Düsseldorf? Ja. Ja, ein bisschen rumgeraten, aber na gut. Die anderen waren ja auch nicht besser.